Was geht ab, meine Z-Fighter? Oder ihr? Mit einem Tag Verspätung des Team-Rating-Videos, sorry dafür, Leute, aber wie gesagt, gestern kam wirklich massive Breaking News. Ele Vegito und Ele Gogeta, falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall rein. Aber ich würde sagen, wir verlieren auf jeden Fall gar keine Zeit und legen deshalb direkt los mit Team Nummer 1. Team Nummer 1 ist vom lieben Tom Brudek. Er schreibt uns, Hashtag Team Ozero. Hier ist mein Team, bin erst sehr am Anfang, deswegen habe ich noch nicht so gute Charaktere. Gut, wenn wir uns das Team anschauen, sehen wir, okay, Vegito Blue ist sein Leader. Heißt, es wäre wirklich gut, wenn der Rest des Teams auf jeden Fall super Charaktere sind, Heroes sind. Das ist im meisten der Fall, außer Majin Vegeta. Majin Vegeta passt leider nicht in das Team, Tom, denn er ist vom Extreme-Type. Heißt, ich würde auf jeden Fall mal Majin Vegeta rausnehmen. Heißt, wir haben hier ansonsten alle Charaktere sind von Super-Type, Heroes, alles gut. Sie bekommt von Vegito Blue daher Key plus 2, HP Rating 40%. Wenn du Vegito Blue noch Dokkaner wächst, würde ich auf jeden Fall empfehlen. So wie dein Vegeta Blue und Beerus. Dann und Vegito kannst du auch. Also alle auf jeden Fall Dokkaner wecken. Dann bekommen die natürlich einen besseren Boost, nämlich Key plus 3 auf Fehlattribut 50%. Aber dann würde ich sagen, 5 von 6 Charakteren sind richtig gesetzt. Gibt schon mal 5 Punkte. Alle sind Max Level, gibt 6 Punkte. Nicht alle sind Dokkaner wecken. Heißt, es bleibt bei diesen 6 Punkten. Schauen wir uns mal seine Charakterliste an. Was können wir da machen? Und zwar sehen wir da schon, er hat schon quasi das Beste gemacht, er hat quasi seine besten Charaktere in sein Team genommen, nur war da hier der Fehler, dass Majin Vegeta in das Team nicht passt. Aber, was wir sehen ist, wir haben hier noch einen Int, Super Saiyan Goten und Tech Trunks. Diese beiden würde ich auf jeden Fall als Duo reintun, warum? Denn sie teilen sich wirklich sehr viele Link-Skills. Tech Trunks ist schon im Team, heißt, ich würde Majin Vegeta raustun, denn er bekommt vom Leader Skill nichts und den Super Saiyan Goten reintun und dann sehen wir schon im Graphen, boom. Das sieht schon sehr viel besser aus, wenn natürlich alle Charaktere, sorry, mein random Schluck auf. Wenn alle Charaktere Dokkaner weg sind, sieht das Ganze besser aus. Wir hätten Vegito Blue beispielsweise in einer Rotation mit Vegeta Blue, teils gute Link Skills. Dann würde ich Trunks und Super Saiyan Goten in eine Rotation packen, in deinem Level, wo du gerade bist. Denn sie teilen sich 6 Linkskill und diese Combo, die zwei in einer Rotation sind wirklich sehr gut, sind auch sehr gute Charaktere, sollte man sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und Vegeta und Beerus würde ich da aus der Rotation hauen, ganz einfach, weil Beerus nicht sich so viele Linkskills mit den anderen Charakteren teilt. Und bei Vegeta ist das ebenso der Fall. Also bleibt es bei den 6 von 10 Punkten und die Änderung würde ich auf jeden Fall machen, dass ich Goten für Majin Vegeta reintue. Kommen wir aber nun zu Team Nummer 2. Team Nummer 2 ist von Mr. Black. Dankeschön. Black. Danke fürs Einsenden, Mate. Und zwar, wenn wir uns das Team angucken, er hat ein Fusion-Team. Okay. Es sind schon mal alle Charaktere richtig gesetzt. Auch wenn Golden Freezer kein Fusion-Charakter ist, er bekommt trotzdem den zweiten Leader-Skill von Gogeta, nämlich Key plus 3 für Tech-Charaktere auf jeden Attribut 50%. Heißt, das passt an der Stelle auch. Jedoch, wer Freezer für so einen Kandidat, den würde ich raus aus dem Team, weil du brauchst nicht unbedingt einen Tank, denn das Team ist schon quasi tanky, da durch Double Gogeta Lead 300% bekommen jeder Charakter auf die Verteidigung, HP und Attack. Und deshalb würde ich mal seine Charakterliste kurz angucken. Wir sehen auf der einen Seite, okay, Fusion Charaktere hat er gut ausgeschöpft, die würde ich auch so setzen auf jeden Fall. Das hat er gut gemacht. Aber bei den Tech Charakteren würde ich hergehen, Golden Freezer rauspacken für Vegito rein, denn Vegito ist ein sehr guter Supporter für so ein Team. Und dann hätten wir quasi, ja, meiner Meinung nach schon einen besseren, den Platz von Golden Freezer besser ausgeschöpft mit einem guten Supporter. Heißt, du gehst her, tust Vegito Dokkaner wecken, dann hätten wir bei Mr. Black den Fall, dass er quasi alles richtig gesetzt hat, ja. Golden Freezer bekommt den Leader Skill, also passt eigentlich, kann man das Team kann man auf jeden Fall so spielen. Das wären 6 Punkte, alle sind Max Level, also sind Dokkaner weg, 8 Punkte. Aber da ich Vegito auf jeden Fall reintun würde für Golden Freezer, bleibt es bei den 8 von 10 Punkten, Mr. Black. Und ja, somit vielen Dank für die Einsendung. Alles klar, kommen wir zum dritten Team. Ein interessantes Team, denn Vegito Blue schreibt, Hashtag Team Ozero, aus aktuellem Anlass mein Team für das World Tournament. Kann man aus meinem Charakterpool mehr rausholen als Friend, nämlich Ella Broly mit? Alles klar, dann gucken wir uns das Team mal genauer an. Er hat quasi Messain als Leader. Messain gibt jeden Charakter Key plus 3 auf Fehlattribut 50%. Heißt, hier ist schon alles schon mal richtig gesetzt. Gibt es die 6 Punkte. Alle sind Max Level, also sind Dokkaner weg. Da gibt es dann 8 von 10 Punkte. Die Sache ist die, das ist ein World Tournament Team, kann man auf jeden Fall spielen. Er hat einen Tank drin, 2 Tanks drin, ein Counter, Goku Black quasi, ein Supporter, Messain. Aber das ist für mich ein bisschen rumgewürfelt. Das ist für mich kein
strukturiertes World Tournament Team nicht falsch verstehen, denn wenn wir uns mal seine Charakterliste angucken, dann geht da definitiv mehr. Also die Charakterliste gibt da viel, viel mehr raus. Und an deiner Stelle, Vegito Blue, würde ich auf jeden Fall die Kontermechanik für das World Tournament spielen. Was heißt das? Du nimmst überwiegend Charaktere, die kontern, und somit haust du die aus dem Turnier quasi weg. Dies wiederum heißt, ich würde das komplette Team ändern. Nämlich, ich würde Vegito Blue als Leader nehmen, zumal er 100% ist. Aber er kann kontern. Dann nehmen wir Vegeta und Bulma Agility auch auf 100% in das Team. Er kann auch kontern. Hat auch einen Death Boost. Also in dem Team, Konterteam, müssen wir aufpassen, dass die Charaktere sowohl immer kontern, was sie machen durch ihre Kontermechanik, aber auch Death Boost haben und tanky sind. Weil wir wissen, im späteren Verlauf des World Tournaments bekommt man sehr viel Schaden. Aber beide haben sowohl Angriff auch Death Boost, beziehungsweise in dem Fall Vegeta Blue. Vegeto Blue hat seinen Damage Reduction und kann kontern, hat keinen Angriff Boost, aber trotzdem ist er 1A, vor allem auf 100%. Also wir haben Vegeto Blue, Vegeta und Bulma. Da würde ich Super Vegito reintun, ganz klar, er kann auch kontern, hat Damage Reduction drin. Super Gogeta würde ich auch reintun, er linkt sich sehr gut im Team, ist ein Fusion Charakter, macht gegen jeden sehr effektiven Schaden, diesen Vorteil nehmen wir uns auch ins Team. Vierfachen Vegeta rein mit ihm, bekommt auf Angriff und Verteidigung 120%, plus hat auch quasi eine Kontermechanik drin, er kann Ultis kontern. Er ist quasi auch tanky, das ist wichtig in dem World Tournament Team. Und dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Als allerletzten würde ich dann einen Pocket Pick nehmen, einen Geheimfavoriten, Candy Vegito. Warum Candy Vegito? Denn zumal er ist auf 100%, kann dodgen, aber das ist nicht die Hauptsache. Er hat gute Link-Skills, er gibt gut Key, aber das Allerwichtigste ist, er deaktiviert Schutzschild Disabled Guard vom Gegner. Heißt, alle Charaktere im World Tournament, gegen jeden Charakter machst du vollen Schaden, machst du mehr Schaden, weil ihre Verteidigung im Schutzschild quasi deaktiviert wurde. Und daher kommen wir mit den Kontern, wenn eine Rotation ist, sehr gut durch. Und wenn wir uns das Team im Graph angucken, sehen wir auch, okay, die linken sich sehr gut. Wir bekommen ja nur einen Leader-Skill im World Tournament. Und dadurch, dass sie sich so gut linken, ja, wir haben 5er-Links zwischen den Fusion-Charakteren, 4er zwischen Vegeta und Super Vegito und so weiter und so fort, kommt man da auch auf jeden Fall auch auf Key. Deshalb würde ich hergehen, mein Freund Vegito Blue sein komplettes Team ändern und im World Tournament auf das Konterteam setzen. Alles klar, das nächste Team ist von Yusef. Yusef hat ein Ultra Instinct Goku Team. Wenn wir uns das ganze Team anschauen, 100% Vegito Blue, 100% Goku Blue, Goku Black, rein mit denen sehr gut. Alle Charaktere sind richtig gesetzt, heißt, hier gibt es auch 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, alle sind Dokkan mit 8 von 10 Punkten. Aber wenn wir uns nochmal die Charakterliste anschauen, dann sehe ich zumal eine Sache, die ich in meinem Leben nie im Leben, never, ever, never verstehen werde. Warum ist ein Goku drin und ein Vegeta Blue nicht? Das hat so eine Sache, da denke ich mir, ja, denken Jungs, Vegeta Blue ist schlecht, obwohl wir das tausendmal geklärt haben. Wenn ihr immer noch überzeugt seid, schaut sein Showcase von mir zu ihm an. Du hast ja einen Vegeta Blue mit einem Dupe. Heißt, wenn du ihn dupst, kommst du weitaus mehr auf Prozent von dem Prozentsatz mehr als dein Goku. Also verstehe ich nicht, was Goku da zu suchen hat. Raus mit ihm, mein Freund! Denn wenn wir uns dann auch den Graphen anschauen, SGG, also wenn du einen Vegeta Blue mit einem Dupe drin hast, rein mit ihm. Denn dann kannst du beispielsweise deine Rotation so halten, auf jeden Fall Fusion Zamasu mit Goku Black in einer Rotation, Ui Goku ist Rotationscharakter, raus mit dem, Kyoken Blue auch. Wobei, also man kann es auch so spielen, Vegeta Blue und Kyoken Blue kannst du in einer Rotation halten, aber da dein Vegeto Blue auf 100% ist, würde ich Vegeto Blue mit Vegeta Blue in einer Rotation halten oder mit Kyoken Blue Goku. Die Sache bei Kyoken Blue Goku ist, er ist in dem Fall ein besserer Rotationscharakter als Vegeta Blue, da er in den Rotationen für mehr Ki sorgt. Deshalb würde ich Vegeto Blue und Vegeta Blue in einer Rotation halten, Fusion Zamasu Goku Black in einer und Kyoken Blue und Ui Goku aus der Rotation raushauen. Alles klar, Leute, dann kommen wir hier zum letzten Team. Bei dem Team seid ihr gefragt, nämlich Dennis fragt uns, beziehungsweise sagt, Hashtag Team Osoro, hallo erstmal, und zwar ist das mein Super Strength Team und ich muss sagen, bin mit Vegeto nicht zufrieden. Falls die Karte gibt, die besser passt, sag es im Video. Tschüss, schönen Tag noch, danke, ich sehe dir ebenso, Roffel, lol. Bächchen, nein, Quatsch. In dem Fall seid ihr gefragt, Leute. So sieht sein Team aus. Super Strength Team. Wir haben Super Saiyan 4 Goku drin. Wir haben Super Gogeta drinnen. Super Saiyan 2 Gohan drin. Vegito drin. Super Saiyan 3 Goku GT. Trunks GT. Er ist mit Vegeto nicht zufrieden. Also schauen wir uns mal seine Charakterliste an. Und hier stelle ich
euch die Frage, Leute. Welchen Charakter könnte man für Vegetto hier reintun? Ihr seid gefragt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Die Auflösung kommt dann im nächsten Video von mir. Und ja, ich werde dran denken. Ich hab's letztes Mal vergessen, sorry. Aber diesmal werde ich auf jeden Fall daran denken, Leute. Also, ihr seid gefragt, wen würdet ihr für Vegetto reintun und warum? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.